So, nächster Tag, nächste Tat. Wir beschäftigen mal eben zuerst die Fische hier mit ein bisschen Fresschen. Naja. So, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit heute, weil Licht nämlich gleich ausgeht. Aber ich wollte trotzdem mal einmal probieren, die Anubia hier auf der Seite an der Wurzel, die jetzt noch relativ stark befallen sind mit Schwarzalgen, die mal vielleicht hier mit Rohr und Schlauch. Vielleicht kann ich mit dem Rohr was lösen und direkt absaugen, sodass wir jetzt nicht wieder das ganze Aquarium. Ich probiere erstmal eben hier ein bisschen. Na, wir könnten, das könnte hinhauen. Wir machen einfach mal, wir fangen einfach mal an. Da war noch ein Steinchen drin, das ist natürlich dann immer besonders gut. Und das meinte ich, damit dass die Fäden auch nicht gut halten. Jetzt habe ich eh eine Hand drin, also können wir jetzt auch mal ein bisschen gründlicher hier arbeiten. So nebenbei eben so darauf achten, dass mir der Eimer nicht überläuft. Das wäre prädestiniert für mich. Und so arbeite ich eigentlich immer gerne. Ja, es ist doch schon. Das ist wieder typisch, ne? Steht ein Eimer und hier steht ein riesiger Kanister. Und drin erstmal den kleinen Eimer, um dann zu merken, oh, der ist ja doch ziemlich schnell voll, ne? Weiter geht's mit 25 Liter Kanister. So. Same procedure. Läuft. Die Sache ist, man darf die jetzt auch nicht zu sehr abreiben und zu sehr misshandeln, sag ich mal. Man kann die so ein bisschen abschütteln, ja. Außerdem aus dem Holz ist immer mehr als man denkt, aber man sieht es halt schlecht. Jetzt kriegen wir gerade ein anderes Problem, wenn über den Überlauf nichts mehr drüber geht, dann läuft der Filter unten leer. Also mache ich mal eben die Osmoseanlage an, damit hier Wasser nachkommt. So, Osmoseanlage läuft. Obwohl das hier natürlich 700 Liter sind, ist der Überlauf ziemlich auf Kante genäht, sage ich mal. Denn wenn der Strom mal ausfallen sollte, würde ja das Wasser, bis dass der Überlauf nichts mehr durchlässt, in den Filter laufen. Es darf also nicht so viel über dem Überlauf stehen, dass der Filter dann nachher unten überlaufen würde. Dann wäre natürlich auch wieder Überschwemmung, ne? Muss also immer so ein bisschen, man hat irgendwann hier die Höhe drin. Ich werde auch nochmal Markierungen drauf machen, wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin und andere Leute sich darum kümmern müssten vielleicht, dass hier Wasser nachgefüllt wird, damit die auch genau wissen, dann Wasser muss bis da stehen, dann ist hier auch Ruhe alles ist gut. So, jetzt können wir nochmal starten.
ist halt Direct Flow Osmose, 1 Liter die Minute. Damit kann man dann auch schon mal arbeiten, ne? Ich hatte vorher eine kleinere Anlage und das ist einfach für so ein großes Becken uninteressant, so eine winzige Anlage. Osmose. Könnten das Ganze ja auch mal bei der Amazon Sword in der Mitte probieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr die seht. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ich probiere da auch mal ein bisschen. Kanister natürlich erstmal rüber hier. Ah, das geht. Ist sogar besser als ich da. Okay, die sind halt auch nicht gerade unempfindlich. Kann man also auch ein Loch reinsaugen quasi. Ich glaube, die Schwarzalgen haben die auch mittlerweile ein bisschen irgendwie weicher gemacht, die Blätter. So. Ich guck gerade, ob ich ein paar von den Fischen sehe, die man seltener sieht. Ich nehme euch mal eben auf die Hand. Einer zum Beispiel hat sich da unten jetzt sein Quartier gemacht. Ja, wenn er mal hier der rote Kiesel an die Seite gehen könnte, vielleicht einmal. Danke, nicht. Aber schaut mal dahinter. Da. Oh, da sind gerade zwei. Da ist der Kleine. Ha! Seht ihr den da hinten? Da hinten. Da ist ja ein großer. Ne? Den sieht, glaube ich, jeder hier. Aber da hängt auch noch ein kleiner. Und das ist einer von denen, die ich mit den 10 kleinen Panzerwelsen hier. Das ist ein größeres Männchen und einer von den kleinen 9, die ich vor ein paar Wochen zusammen gekauft habe. Ist auch dieselbe Zucht wie der jetzt gerade sich für ein bisschen verdrückt. Aber das ist ja cool. Ich habe den nämlich noch gar nicht hier im Becken gesehen, seitdem ich den ins Becken gemacht habe. Da hinten ist er. Er hat sich gerade bewegt. Cool. Also der ist auf jeden Fall noch da. Die anderen beiden sind meistens hier irgendwie. Ja, die kriege ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Sei es drum. Uns noch mal eben an, was wir gestern gemacht haben. Ja, Anubia sehen eigentlich ganz gut aus. Vorgestern, ja, müssen wir auch schon ein bisschen schütteln morgen. Heute nicht ganz so viel Erfolg, aber wir bleiben dran. Jeden Tag ein bisschen. Bis nächste Woche sieht das hier besser aus. Wenn man auch nicht viel im Aquarium gerade Schönes findet. Die Fische, finde ich, sind ja eigentlich ganz in Ordnung. Also machen wir heute mal ein bisschen Fische gucken. Etwas weniger arbeiten. Natürlich jetzt alles ein bisschen krümelig hier, weil ich da drin rumgevorwerkt habe. Ihr seht, die sind eigentlich auch ganz friedlich miteinander. Gruppendynamik hat sich, würde ich sagen, wieder auf ein richtig gutes Level hier. Er ist wieder dunkel gerade, also werden bald wieder irgendwo Eier gelegt.
Gruppendynamik wollte ich gerade sagen, ist eigentlich, hat sich jetzt eigentlich sehr gut eingependelt. Ist auch ein echt schöner Fisch, ne? Häckel Royal Weibchen. Von der Größe her würde ich auf jeden Fall sagen Weibchen, weil ihr habt ein Männchen dagegen. Und er hat schon die Größe vom Roter Kies fast erreicht. Und Roter Kies ist fast ein Jahr älter. Ältesten Fische mit sind jetzt hier die beiden sogar. Der German Wonder hier, das Weibchen. Und hier einmal, ja, sollte Checkerboard sein, ist aber Pigeon Blood, ne? Auch ein großer Fisch. So, wir machen morgen, übermorgen, Wochenende auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier. Wir machen noch weiter. Wir machen Frühlingsputz noch zu Ende. Und ich sag mal dann bis morgen oder so. Ich mache gleich noch ein Bild rein vom Filtermaterial. Habe ich nämlich gestern einmal rausgeholt. Habe mir einmal nochmal die Reinigung des Filterbeckens so ein bisschen selbst beigebracht. War nämlich erst das zweite Mal, dass ich da dran gehe. Und beim dritten Mal seid ihr dann auch wieder dabei. Ich muss ja erstmal ein bisschen selber ein bisschen rumprobieren, bevor ich dann Mist mache oder erzähle. Alles klar, wir sehen uns die Tage morgen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.